Die folgende Reportage beschreibt eine sicher ungewöhnliche, teilweise abenteuerliche, aber immer preiswerte Art der Urlaubsgestaltung. Zwischen Biertisch und Super-GAU. Sex und Suff. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Ja, hallo meine Fotzi-Bärchens und... Nee, noch kein Ping erstmal. Ich melde mich jetzt hier mehr oder weniger live aus dem Aufzug am Westentor. Oberfläche, Rheinische Straße. Genau, ihr habt's gehört, da geht's nämlich hin zum Café Banane. Aber warum geht's da hin? Damit hat es ja noch was anderes auf sich, denn heute erwartet euch die ultimative Dortmunder Kneipentour. Euer Minister testet so viele wie möglich die Kneipen. Es gibt drei verschiedene Kategorien. Punkt 1, Ambiente. Punkt 2, wie freundlich ist die Bedienung? Und Punkt 3, wie schnell habe ich mein Bier an Hals? Und wie das ausgeht, das seht ihr jetzt. Also viel Spaß. Es kann losgehen. Meine Güte, ist das kalt draußen, weil jetzt sind wir im Warmen hier, im Café Banane. Ne? Schön. Ambiente kriegt von mir natürlich 5 Punkte, weil ist einfach ein Kultladen. Und die Bedienung, Christina, ey, die ist immer nett, kenne ich auch schon seit Jahren. Deswegen gibt es auch 5 Punkte. Ich glaube, das ist auch schon so der heimliche Gewinner. Aber das macht man nicht alles, ne, weil man kennt die Leute halt. Es ist einfach so. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie schnell braucht das Bier. Da wollen wir mal schauen. Christina stand hier eben schon und hätte uns schon Bier gebracht. Das wäre eigentlich schon hier. Deswegen machen wir da auch 5 Punkte draus. Ne? Einmal die volle Wert, einmal das volle Haus, das Kaffee Banane. Geht da ruhig mal hin. Neben Idiots. Sehr schön. So, Platz gewechselt. Ne? Schön hier, jetzt geht's los. Pingelingeling, Nummer 1. Preislich ist das hier übrigens sehr gut, wie ihr gerade sehen könnt. Ich glaube 2,60 oder so für mich. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr preiswert. Sehr gut. Wir machen mal weiter Pingelingeling. Ich bin mal gespannt, was es heute noch gibt. Aber ihr wisst ja, wie das hier immer so läuft, ne? Unsere Nacht ist noch längst nicht zu Ende. Bei uns geht es erst richtig los. Ja, und weiter geht's. Der Plan, nur ein Bier in einer Kneipe zu trinken, ist jetzt schon torpediert worden. Das kann doch eine lustige Angelegenheit werden. Pingelingeling. Ich hab nichts unterschrieben. Schauplatzwechsel. Raus aus der Kaffeebanane, rein ins nächste Etablissement. Es geht direkt runter, Rheinische Straße so ein bisschen. Da ist das Kraftstoff und da gibt's das nächste Bier. Da wollen wir mal gucken. Ich meine, das Kaffeebanane kann heute von der Punktzahl wahrscheinlich keiner mehr schlagen. Ah, vielleicht gehen die Punkte ja nochmal runter. Wer weiß, vielleicht denke ich mir auch noch eine extra Kategorie raus. Das ist meine Show, meine Regel. Hab ich mir doch gedacht. Was bedeutet das? Nach der Show tut einem nichts mehr weh. So, ja, jetzt im Kraftstoff, ne? Ja, Ambiente. Ja, finde ich auch ganz gut, ist eine alte Tankstelle, ne? Aber es ist halt nicht so ruhig wie im Kopf Banane. Deswegen hier 4 Punkte, ja, Bedienung. Jetzt mal 3, wir sitzen halt schon ein bisschen und keiner ist auf uns zugekommen. Wie schnell das Bier da ist, das werden wir gleich sehen, ne? Also es bleibt immer spannend. So, mal eben raus, ne? Weil drin ist es auch ein bisschen laut. Ja, was soll ich sagen? Wie lange hat das jetzt gedauert? Zu lange im Vergleich zum Café Banane. Gibt es hier leider nur 2 Punkte. Es tut mir leid. Und Preise, 3,20 Euro für ein Bier, was in der Banane, was hatten wir gesagt, 2,60 oder so. Also ihr habt es ja gesehen, ihr habt es ja eingeblendet. Könnt ihr ja selber rechnen, ne? Auch mal Grafzahl. Sorgen jetzt mit Ihren Gästen für ausgelassene Stimmung. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Nächste Kneipe, jetzt sind wir aus dem Kraftstoff raus. Ne? Habt ihr ja gerade gesehen, haben wir noch ein bisschen Faxen draus gemacht. Jetzt geht's in den Dappkrug, eine wirklich alte LOL-SPD, genau. Jetzt, das ist eine wirklich alte Dortmunder Kneipe. Es ist, glaube ich, sogar eine der ältesten Eckkneipen in Dortmund. History Content, ja. Hier bei mir am History Channel. Da wisst ihr, wie das geht. Und da gehen wir jetzt rein, trinken natürlich wieder ein Bier. Ja, bis gleich, ne? Nicht nur die Laune steigt, auch der Pegel. Geht auch direkt los. Die Frau ist am Zapfen, deswegen gibt es auf jeden Fall, also fürs Ambiente, ne? Geben wir auf jeden Fall schon mal 3 Punkte, weil das eine sehr stabile, wirklich rustikale, gut bürgerliche Dortmunder Kneipe ist. Das Zapfen, da gibt es auf jeden Fall schon mal 5 Punkte, weil das geht richtig fix. Und die Dame ist auch immer nett. Deswegen auch da 5 Punkte. Und dann trinken wir jetzt einfach mal, ja. Und dann geht's natürlich weiter, hier wird angestoßen und fleißig, meine lieben Freunde. Pingelingeling, genau, aus dem Beck hört das. Ah ja, hier auch nochmal, Pingelingeling, ne? Und nochmal Pingelingeling, darf ich jetzt trinken, ja? Ja, und Fußball läuft auch. Ich weiß immer noch nicht, wie viele Leute wir sind. Schön, ne? Schauplatzwechsel. Westen Hellwig, wir haben
so ungefähr Viertel vor elf haben wir jetzt. Das waren jetzt die ersten drei Kneipen. Die ersten beiden Leute haben die Truppe Asozial schon verlassen. Grüße gehen raus nach Hattingen. Ne? Ihr wisst schon, wer gemeint ist. Ja, und jetzt geht's weiter. Westen-Hellwig ist natürlich keine gute Adresse für Kneipen, weil hier gibt's keine. Aber die Gruppe wollte hierher. Ich wäre ja durchs Klinikviertel gegangen, ne? Bürgermeister Lindemann und so weiter und so fort. Da wären auch richtig schöne dabei gewesen. Aber gut, hier wird sich sicherlich auch noch was finden. Ich habe da schon so, ja, so drei, vier hätte ich noch im Auge. Ne? Wir warten mal ab, wie das hier wird. Irgendwie habe ich aber auch mal Bock auf so ein Wegbier am Kiosk. Und seht ihr das? Das ist ein ganz schlimmer Pickel. Tut doch ganz weh. Ich glaube, da wächst irgendwas raus. Tja, schon sehr merkwürdig. So, jetzt wollten wir eigentlich in Leeds-Pub. Der Leeds-Pub hat aber leider zu. Ja, was macht man da? Man geht hier in den Minimarkt und kann sich mal so ein Wegbierchen holen. Ne? Pingelingeling. Das geht aber, fließt nicht in die Wertung mit ein. Das ist nur, damit es hier feucht bleibt. Schauplatzwechsel. Jetzt sind wir am Happy Happy Ding Dong. Das war früher mal wo ganz anders und da war donnerstags immer Karaoke-Abend. Heute ist leider Freitag, das heißt keine Karaoke. Wir machen nochmal Pingelingeling, weil wir das Wegbier ja haben, weil das ja nicht aushalten konnten, ne? Nochmal 5 Meter weiter zu gehen bis zum nächsten Bier. Naja, nochmal Pingelingeling, ja. Muss aber auch sein. So, und jetzt gehen wir ins Happy Happy Ding Dong. Mal gucken, wie viele Punkte die so abstauben können, ne? Jetzt im Happy Happy Ding Dong, meine lieben Damen und Herren, zu Hause an den Fernsehempfängern. Ambiente kriegt von mir auf jeden Fall schon mal safe auch eine 5, wegen diesen ganzen Neon-Reklamen, Dortmunder Kronen da dran und so eine Gitarre und AC/DC und so, das ist schon, also Ambiente finde ich schon sehr, sehr, sehr geil. Wir warten mal ab, wie freundlich die Bedienung ist und wie schnell hier das Bier auf dem Tisch steht. Davon hängt es ja letzten Endes ab, ne? Genau. Ja, hier Getränkepreise auch sehr gut, oder? 3,20, ja, ist normal. Im Café Banane war es halt definitiv am preiswertesten. 2,60, hier 3,20, ein bisschen teurer, aber wie gesagt, der Stuhl, auf dem ich sitze, ist irgendwie mega bequem. Und jetzt will ich Bier hier, aber da kommt noch kein Kellner ran. Ob das noch für 5 Punkte reicht, wage ich zu bezweifeln. Es fing so gut an, ne? Das Ambiente richtig schön, geil, volle Punktzahl, richtig cool. Bedienung kam leider nicht hin. Man muss hier selber zum Tresen gehen, obwohl es Sitzgelegenheiten gibt. Da kann ich leider nur einen Punkt für geben. Dementsprechend spät war auch das Bier da. Ja, null eigentlich, ne? Ja, null. Dafür, ja, sorry, war dann halt nix. Aber hier unsere Begleitung, wir haben dafür gesorgt, dass es schnell hier war. Gibt leider auch für den Laden 0 Punkte. Aber wir machen das so. Ja, tut mir leid, Happy Happy Ding Dong. Ja, Pingelingeling. Okay, wir revidieren nochmal die Freundlichkeit, weil die Damen, die zur Theke gegangen sind, wurden ja professionell bedient. Deswegen gibt es hier 3 Punkte für die Bedienung. Immerhin. Aber leider, Ambiente 5, Bedienung 3, die Speed von dem Ding kann ich leider nicht, keine Wertung vergeben. Deswegen gibt es ja nur 1, weil wir haben es halt nicht hingebracht bekommen. Aber wie gesagt, das Ambiente gefällt mir richtig gut. Die Musik ist auch super. Also schön so unaufdringliche Rockmusik. Das ist schon gut. Zum Beispiel auch das. Schauplatzwechsel. So, nochmal Pingelingeling. Machen wir nochmal Pingelingeling. Das ist jetzt keine Bar, aber die ganzen Mitreisenden wollten unbedingt was essen. Also geht man in die Haran-Sache, ne? Weil hier gibt es echt leckere Pizza. Das kann ich empfehlen. Rheinische Straße. Hat aber mit der Kneipentour jetzt eigentlich nichts zu tun. Und die Musik macht mein Gehirn maler auch so ein bisschen. Ne? Tschüss. Es ist schon verrückt. Hier auch traurige Geschichte, wo man gerade dran vorbeiläuft. Hier war früher das Black End, ja. Das gibt es schon seit irgendwie 3 Jahren nicht mehr. Seitdem ist da nichts Neues mehr drin. Der Vermieter hat irgendwie gar nichts damit gemacht. Da ist immer zu. What the fuck? I don't like. Das muss einfach aufhören, sowas. Wir wollen wieder schöne Kneipen-Metal-Kultur hier haben.
Gut, wir haben das Café Banane, das ist eine gute Ausweichmöglichkeit, aber so ein zweiter Schuppen wäre mal ganz gut gewesen. Ja gut, eben noch Rockcafé und Hirschkuh, aber nichts ersetzt eben das Black End. Und wo gehen wir jetzt hin? In die Tittenbar. Ja. In die Tittenbar. Ins Kia Royal, das ist kein Witz. Da drin darf ich natürlich nicht filmen. Ich bin ja auch nicht lebensmüde. Aber ich habe das schon mal in einer Durch die Nacht Folge erwähnt, dass der Schuppen gut ist und der ist wirklich gut. Also das ist, da stimmt Preis, Leistung, da ist alles schön. Das kann man mal machen, wenn man hier unterwegs ist. Da dürfen auch Frauen rein tatsächlich. Ja, da gehen wir jetzt rein. Das ist doof, dass ich euch nicht mitnehmen darf, aber aus Gründen seht es mir bitte nach. Ne? Ja, wir gehen über Rot. Nur hier, nur Studenten und Touristen gehen über Grün. Sie schauen doch auch gerne zu, oder? Ja, jetzt waren wir gerade im Kia Royal. Ne? Das ist allen 1A die beste Tittenbar, in der ihr jemals gewesen seid. Mega nices Publikum, korrekte Preise, richtig gut. Also ihr bezahlt 15 Euro Mindestverzehr. Ein Bier kostet 6 Euro, das ist natürlich sehr viel, aber wenn ihr das mal durchrechnet, ihr trinkt halt 3 Bier, dann habt ihr 18 Euro und habt da ein paar Titten gesehen. Das ist schön irgendwie und dann könnt ihr euch noch so Dollars kaufen und die Dollars gehen auch wirklich 1:1 an die Mädels, ne, die da tanzen, also richtig gut. Und jetzt geht's weiter hier mit der Teutro, wollte ich beinahe sagen. Ich bin ja jetzt so ein bisschen bepölt, weil da habe ich 3 Bier getrunken. Also können wir hier den Pink-Counter gleich nochmal hochschrauben. Ich durfte da halt nicht filmen. Das ist ja auch verständlich, ne? So, und jetzt geht's noch weiter mit, ich meine ja gesagt durch die Nacht. Aber jetzt geht's weiter mit dem Grand-Minister testet Kneipen in Dortmund. Geil! In einer neuen Unterhaltungsshow mit viel Humor. Alle guten Dinge enden immer irgendwann. Heute endet es mal wieder in der Hirschkuh. Ja, kann man da irgendwelche Punkte vergeben? Ich weiß es nicht. Ich frage einfach mal meine BegleiterInnen, was sie so vergeben würden. Und dann machen wir das einfach daran fest. Weil ich kann hier einfach keine Punkte vergeben, weil das ist einfach, ja, ist Kultkneipe, ne? Saufen, halt die Fresse, ich will saufen. Jetzt habe ich hier gerade draußen vor der Hirschkuh jemanden kennengelernt, der meint so, wenn die Hirschkuh keine 5 Sterne gibt, dann weiß ich auch nicht. Abwarten. Aber das ist schon nah dran. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Aber wir gehen mal rein, gucken uns das Interieur an. Asozial aus Tradition. Ihr wisst, wenn ihr mich kennt und meinen Kanal verfolgt, dann wisst ihr genau, ich bin auch asozial aus Tradition. Von daher. Ja, genau, prima. Ich habe mich gerade beraten mit meinem Kollegen Fingerlingeling. Also, Interieur gebe ich eine 4, weil ist auch ein bisschen. Okay, ich muss eine 5 geben. Service auch 5. Schnelligkeit von mir auch 5. Also, ja, alles 5. Tschüss. Komm und hilf mir ein bisschen feiern. Ja, es muss ja weitergehen. Fingerlingeling hier, ne? Habe ich jetzt eigentlich die Pings alle mitgezählt? Ja, im Kia Royal ging das ja nicht, ne? Weil da ist ja Film verboten. Verständlicherweise trotzdem geiler Laden. Ich glaube, die 3 haben wir gerade aufaddiert. Egal. Lecki, lecki, picki, picki. Jetzt krieg ich hier noch Sambuca ausgegeben. Naja, dann kommt Pingelingeling. Es hilft ja nichts. Oh, ist eigentlich ganz lecker, ja, ja. Später. Ja, da guckt euch mal an hier. Auch schön Graffitis und so, ne? In der Hirschkuh, schön Burgstraße, Grand-Minister macht jetzt Pipi und ich weiß gar nicht, eigentlich wollte ich ja noch viel mehr Kneipen testen, das wurde aber heute leider nichts. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Folge. Oder man sieht sich gleich wieder bei dem nächsten Scheiß, man weiß es halt nicht. Die Zuschauer von meinem Kanal entscheiden. Die entscheiden sehr viel und ich finde das auch toll. Ich finde das auch toll, dass man so in Interaktion mit den Leuten geht und sagt irgendwie, letztens hatten wir das zum Beispiel, da hat jemand geschrieben irgendwie, ich finde das total gut, wenn du das Equipment von dem Band
Bands filmen würdest, damit man so weiß, was sie so für Fußminen haben. Ne? Also Fußminen sind hier so Effektpedals. Ne? Ja, mache ich natürlich gerne. Und für euch mache ich gerne auch nochmal so eine zweite Kneipentour. Das war heute halt, ja, das waren halt 5 oder 6 oder so. Reicht für eine kleine Folge, aber wir können nochmal Teil 2 machen, ne? Das heißt aber nicht, dass der Abend schon vorbei ist, weil wir machen nochmal Pingelingeling. Hey, Dr. Snuggles! Ende der Spielzeit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.